Was ich hier gesehen habe, war eine Stadt, die einen Flashmob nennt. Viele Leute wissen mittlerweile, wer das ist. Das ist eine spontane Aktion, die natürlich soll für den Zuschauer spontan wirken, die aber schon geplant und geprobt ist. Und die Idee dahinter ist ein Schuss für den Tag, den heute ist, den 29. April, den Journée Internationale de la Danse, ein bisschen zu promovieren. Da haben sich eben nun dann die jungen Tänzerinnen und Tänzer von den verschiedenen Tanzschulen in Lützburg bereit erklärt, für Domat zu machen. Und es ging wirklich darum, für einfach mal den Tag zu etablieren und eventuell weitere Aktionen mit den Schulen eben in Zukunft zu planen.